Hey Leute und willkommen zu der nächsten Folge der FIFA 19 Trainerkarriere. Ja Leute, die Vollversion müsste eigentlich für Vorbesteller der Ultimate Edition jetzt auch schon auf den Konsolen draußen sein. Wir zocken aber natürlich auf PC weiter. Mit kleinen Änderungen. Leute, ihr seht's, wir sind jetzt doch in der Europa League drin. Ja, ich habe mir die Arbeit gemacht und habe komplett alles nochmal nachgespielt. Die Ergebnisse nochmal versucht nachzuspielen. Dann auch versucht eben die ganzen Taktiken komplett gleich einzustellen wie im Video. Ja, ich habe mir das im Video nochmal angeguckt und habe dann eben das Ganze übernommen. In die sind quasi neue Karriere, die eigentlich die komplett selbe Karriere ist. Ich habe auch auf Instagram dann, ihr könnt mir da bei Instagram gerne folgen, ist irgendwo eingeblendet jetzt hier im Video. Da könnt ihr mir gerne folgen, da habe ich in der Story dann gepostet. Da Instagram ist immer so hinter den Kulissen, ja, also ich habe da gepostet, dass ich das eben mache, dass ich das eben nochmal nachspiele. Habt da auch ein paar echt geile Tore hingekriegt, so ein Scorpion Kick oder so. Mega, mega cool. Apropos Scorpion Kick und geile Tore, ihr könnt einfach mal rechts oben am i das Video anschauen von Ultimate Team. Da habe ich ein kleines Ründchen Ultimate Team gespielt, ein paar Packs geöffnet und im Nachhinein dann ein paar coole Tore von mir eingeblendet, die ich gemacht habe. Ja, da waren echt mega, mega krasse, coole Tore dabei, also unbedingt mal abchecken. Ich habe da ein bisschen geübt, was coole Tore angeht, und da sind echt ein paar coole entstanden. Ja, also wir sind jetzt hier in der Europa League mit drin. Wie gesagt, es hat echt lange gedauert, aber ich habe mir die Arbeit einfach mal gemacht, denn Sevilla ist in echt ja eigentlich in der Europa League drin und das dachte ich mir auch, deswegen wollte ich diesen Verein nehmen. In FIFA waren sie komischerweise nicht drin, deswegen habe ich die jetzt extra nochmal reingepackt, weil ich hatte das an dem Tag, wo ich das erste Video aufgenommen habe, übersehen. Erste Folge übrigens auch rechts oben am i verlinkt. So, jetzt aber hier Sevilla in der Gruppe Standard Lüttich, dann hier Akisar und Alter, was sind das für Mannschaften? What the fuck, Corona, Zilke, Zisch. Okay, ich habe absolut keine Ahnung. Aber eine schlechte Nachricht, ja, also die Gruppe hier hat sich geändert. Ja, wir haben immer noch AS Rom hier dabei, aber wir hatten, glaube ich, Köln noch mit drin. Und Nizza hatten wir auch nicht, also anstatt Nizza hatten wir noch was anderes, ja. Und auch sehr unpraktisch, wir haben nicht gegen Rom gespielt, ja, also gegen Rom hatten wir noch kein Spiel gemacht. Heißt, das müssen wir jetzt wieder machen. Also in der letzten Folge haben wir gegen Rom gespielt, da ich die Karriere aber neu gestartet habe. Und in der neu gestarteten Karriere haben wir nicht gegen Rom gespielt, deswegen spielen wir jetzt gegen Rom. Aber Leute, heute ein Special, ich werde die Spiele so kurz halten wie möglich, ja. Ey, das ist voll cool hier, dass es auch FC Sevilla jetzt anzeigt, mega geil. Ich werde die Spiele so kurz halten wie möglich, ja. Ich werde wirklich versuchen, nur die absoluten Highlights reinzuschneiden, sondern fast gar nichts reinzuschneiden, nur Tore oder ultrakrasse Chancen. Denn ich möchte heute das Vorbereitungsturnier abschließen. Ich habe das bei Jan gesehen, dass er das direkt in der ersten Folge so gemacht hat. Und das werde ich jetzt auch machen. In der Torwartkarriere, in der zweiten Folge der Torwartkarriere, auch einfach mal rechts oben beim i verlinkt, die müsste auch schon online sein. In der zweiten Folge der Torwartkarriere habe ich das gemacht. Und hier hat sich was verstellt. Er hat sich was verstellt. War das mein Fehler? Wessen Fehler war das? Okay, er hatte sich was verstellt. I don't know. Keine Ahnung, aber es sollte eigentlich passen. Ja, in der Folge werden wir das genauso machen, dass wir jetzt, wie gesagt, also wir haben noch zwei Gruppenspiele hier im Vorbereitungsturnier. Und sofern wir ins Finale kommen, hätten wir dann noch zwei Finalspiele, also Halbfinale und Finale. Das werden wir alles in dieser Folge machen, deswegen wird die auch ein bisschen länger, auch wenn ich die Spiele echt kurz cutte. Aber ja, nur dass ihr Bescheid wisst, ich habe genug gelabert, wir starten rein und wie gesagt, jetzt Kurzfassung, Kurzformat, nur die absoluten Highlights, let's go. Oh, die erste Mega-Chance für AS Rom, die erste gefährliche Chance im Spiel. Oh, da ist die erste gefährliche Chance von uns, aber der Torwart hält. Oh mein Gott, der hätte reingehen müssen. Oh, das wird eine torlose erste Halbzeit. Oh shit, Pfosten. Und wieder Pfosten, aber auf der anderen Seite. Jetzt. Oh. Jetzt fällt das erste Tor für uns.
für den FC Sevilla. In der letzten Folge haben wir gegen AS Rom 1-0 gewonnen durch einen Elfmeter. Diesmal sind wir eigentlich die bessere Mannschaft. AS Rom jetzt schon zweimal mit Aluminium, wir aber auch. Einmal, ja, unscheinbar an die Latte. Und jetzt treffen wir, das ist das Hauptsächliche. 1-0, weiter geht's. Jawohl, 2-0. Yes. 70. Spielminute, 71. 2-0 für uns. Wenn wir das jetzt halten, wäre das perfekt. Rom ja Erster mit 2 Siegen. Wir ja, wie eigentlich aus letzter Folge, mit einem Sieg, einem Unentschieden. Weiter geht's. Wir brauchen den nächsten Sieg. Wir können mit 2-0 gewinnen und sollten durch diese 3 Punkte die Gruppenführung, die Tabellenspitze erlangen in der Gruppe, Gruppenerster sein. Und ich habe vorhin Schwachsinn gelabert. Das war natürlich das letzte Spiel hier. Wir haben nur 3 Spiele in der Gruppe. Vorhin Bullshit gelabert. Hier noch 2 Spiele in der Gruppe. Nee. Es sind jetzt, das war die Gruppe. Wir sollten Erster sein. Und jetzt haben wir Halbfinale. Und wenn wir das gewinnen, Finale. Ja, das kommt jetzt natürlich dann alles in dieser Folge. Ja, Halbfinale jetzt gegen AC Milan, die gerade 5-0 gewonnen haben. Ich weiß nicht gegen wen, aber sie haben mit 5-0 gewonnen. Läuft. Kann man mal machen. So, Halbfinale. Wir spielen, wie gesagt, gegen AC Milan. Kein einfaches Spiel. Könnte aber machbar sein. Jawohl, 1-0 für Sevilla, für uns. Vasquez. Es. So ist das geil. Fans gehen ab. Krass. Passt. 1-0. 22. Spielminute läuft. Weiter geht's. Der direkte Doppelschlag. Banega. 2-0. Nur 3 Minuten später. Beziehungsweise 2,5, wenn man es genau nimmt. Yes. Doppelschlag. Zur, ja, jetzt schon ein bisschen besseren Führung mit 2-0. Sollte man sich nicht zurücklehnen. Aber ich denke, das könnte was werden mit dem Finale. Denk schon. Und die Gegner kommen zurück. Was eine Partie. AC Mailand geschlagen. Denkst du? Die kommen wieder. Da ist direkt mit dem Tor. Das war ihre erste Chance, ihr erster Schuss. Und er ist drin. 2-1 verkürzt. Okay, wir müssen wieder ordentlich Druck machen. Definitiv. Oh, kurz vor der Halbzeit nochmal die Chance für Ben Yedder. Eventuell noch einen draufzulegen. Es gibt nochmal die Ecke. Anscheinend war jemand dran. Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Und die Ecke ist drin. Die Ecke ist drin. Die Nummer 17 hat heute schon mal getroffen. Keine Ahnung, wie man den ausspricht, Sarabia oder so. 3-1 zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt, meine lieben Freunde, ihr wisst Bescheid. Müssen nachher auch mal Muriel einwechseln. Ich habe in dem letzten Spiel, habe ich ihn 10 Minuten spielen lassen, aber das war natürlich nicht genug. 4 Tore hat er schon. Krass. Und da kommt wieder die Antwort von Milan. 3-2. Keine Ahnung, wer es war. Was ein Spiel. 5 Tore nach 58 Spielminuten. 3-2. Ein Hammer-Halbfinale. Richtiges Kracherspiel hier. Hoffe, das geht so gut weiter. Mit einem Happy End für uns. Oh nein. Das hätte es werden müssen, Leute. Oh, die nächste Chance. Der Torwart war noch dran. Der nächste Treffer lässt lange auf sich warten. Ich meine, wir haben schon genug Treffer. Aber ich hätte gerne den Entscheidungstreffer. Das entscheidende Tor, das 4-2. Dann wäre alles sicher. So bin ich mir ganz, ganz unsicher. Wir haben es glücklicherweise noch gut zu Ende gespielt. Kein weiteren Treffer mehr, aber 5 Tore, 3-2. Ist schon ein nettes, cooles Ergebnis. Ein geiles Spiel.
Und wir sind im Finale, genauso wie Inter Mailand. AS Rom war auch im Halbfinale, hat aber gegen Inter Mailand verloren, okay. Könnte interessant werden, weil wir haben gegen AS Rom auch immer so 2-0, 1-0 gespielt und jetzt haben die gegen die auch 1-0 gewonnen. Man weiß natürlich nicht, ob es glücklich war, ob es perfekt gespielt war oder was auch immer. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Wir starten rein. Das letzte Spiel der heutigen Folge, das Finale, und ich hoffe, wir holen uns den Pokal. Keine Ahnung, was es für ein Pokal ist, aber wenn wir ihn uns holen, wäre das mega nice. Oh, wie knapp er da auf der Linie rettet. Ich hole den Torwart zu weit raus. Der Verteidiger mit dem Fallrückzieher auf der Linie rettet das 0-0. Oh mein Gott, wie unfair ist das denn? Wir sind in der 9 und in der 50. sind wir eigentlich. Wir sind in der 50. Spielminute. Der Schiri hätte locker Zeit gehabt abzupfeifen. Ich glaube, es war 48. oder so, da waren wir noch am Mittelkreis. Und er wollte nur bis zur 47. spielen lassen, regulär eigentlich, mit Nachspielzeit. Und in der 50., also 45 plus 5, mit Nachspielzeit, macht Ben Yedder hier das 1-0, sein erstes Tor in diesem Europa-Shield oder was auch immer das ist. Anscheinend ein Bug, dass der Schiri nicht abgepfiffen hat. Keine Ahnung, was das war. Doch keine torlose Hälfte. Und vor allem richtig geil, weil meiner Meinung nach war Inter eigentlich besser. Also wir waren am Anfang recht gut. Aber zum Ende hin hat Inter Mailand richtig, richtig aufgedreht. Und ich habe echt gehofft, dass ich keins kassiere. Und jetzt habe ich vor der Halbzeit noch so ein Tor gemacht. Kann man machen. Na gut, jetzt machen wir es 1-1. Verdient, muss ich ganz ehrlich sagen. Verdient, dass Inter das Tor macht. Aber hätte nicht sein müssen. Das ist natürlich nicht geil, weißt. Naja, wie gesagt, verdient. Machst du nichts, weiter geht's. Er ist drin! Oh Mann, fuck. Oh shit, Leute. Oh shit, das könnte eine gute Torschance werden. Oh, der Torwart hat richtig, richtig stark gehalten. Das wäre der Führungstreffer für Inter Mailand gewesen. Das riecht nach einer Verlängerung. Und ich hoffe, dass es auf jeden Fall kein... Ne. Er gibt ja keinen Elfmeter eben. Er muss ja ihm eigentlich eine Karte geben. Okay, es riecht nach einer Verlängerung. Ich hoffe, dass es wenigstens eine Verlängerung wird und keine Niederlage. Das wäre ganz praktisch. Oh, ich dachte, das ist die Niederlage. Mein Herz ist stehen geblieben. Das dachte ich war jetzt die Niederlage. Ist es aber nicht. Das ist die Verlängerung tatsächlich. Außer der Schiri lässt wieder laufen und wir machen wieder in der Nachspielzeit den Führungstreffer. Das könnte passieren. Das war, glaube ich, abseits. Ja, war abseits. Okay. Verlängerung. Was? Es gibt direkt Elfmeterschießen. Es gibt gar keine Verlängerung. Was soll der Scheiß? Och, nee. Also, ich meine, ich finde es jetzt nicht so tragisch. Aber eigentlich schon. Okay, Leute. Elfmeterschießen. Zum ersten Mal schieße ich überhaupt einen Elfmeter. Ne, doch, einen hatten wir. Einen Elfmeter hatten wir. Aber das ist halt jetzt ein komplettes Elfmeterschießen, ne? Jawohl! 1-0. Puh. Einen getroffen, einen gehalten. Ich schieße fast immer rechts, also machen wir es auch wieder. Und er ist auch so komisch rechts. Also es ist nicht richtig rechts, aber der Torwart kriegt ihn auf jeden Fall nicht, weil er absolut kacke ist. Ich bin natürlich aus der Torwartkette und allem drum und dran geübt. Und halt den nächsten! 2-0 jetzt. Okay, Ben Yedder schießt links, schießt riskanter, der haut einen raus. Oder auch nicht. Ich dachte, ich habe eigentlich viel stärker gedrückt. Ich wollte links oben in die Ecke. Aber jetzt springen wir mal links. Zweimal rechts gesprungen, jetzt einmal links. Naja, schießt wieder rechts. Schade.
Das wäre es jetzt gewesen. Also einen Gegentreffer haben wir. Aber das sieht sehr, sehr gut aus. Das sieht sehr, sehr gut aus. Jawohl, das war schon. Das war es schon. Von dem Elfmeterschießen. Was für eine Folge mit Happy End. Drei Spiele. Und alle gewonnen. Das erste mit 2-0 gegen Rom. Das zweite mit 3-2 gegen AC Milan. Und jetzt Inter Mailand. Ohne Verlängerung irgendwie nach der 90. 1-1. Elfmeterschießen direkt. Wir dürfen den Pokal mit nach Hause nehmen. FC Sevilla hat den ersten Pokal in dieser Saison. Und ich hoffe, es werden noch mehr. Europa League und die Liga werden wir wohl nicht schaffen. Wobei Sevilla ganz, ganz oft Europa League gewonnen hat, glaube ich. Also Europa League werden wir vielleicht schaffen. Da ist mein Ziel tatsächlich Halbfinale auf jeden Fall. Aber in der Liga werden wir wahrscheinlich nicht. Das kann ich. Gegen Barca, gegen Atletico, gegen Real und was weiß ich. Niemals. Aber das ist auf jeden Fall super, dass wir hier sogar mit Drama, hier mit Elfmeterschießen das Ganze gepackt haben. Gut, ich hoffe, ich habe das gut runtergeschnitten auf die besagte Zeit von höchstens 25 Minuten. Danke fürs Zuschauen. Wer noch dran ist, schreibt einfach mal Hashtag Elfmeterschießen in die Kommentare, damit ich sehe, wer bis zum Ende geguckt hat. Also nicht hier faulenzen und sagen, boah, habe ich jetzt keinen Bock in die Kommentare zu schreiben. Weil dann denke ich, dass ihr nicht bis zum Ende geguckt habt. Und das wollt ihr natürlich nicht. Ihr wollt, wenn ihr auch schon bis zum Ende geguckt habt, dass ich weiß, dass ihr bis zum Ende geguckt habt. Ich kenne euch doch. So, nächste Folge haben wir das Finale gegen Barcelona im Supercoppa. Da können wir gleich mal testen, wie das so ist, wenn wir mal gegen Barcelona spielen oder so. Das könnte interessant werden. Wir machen nochmal ein Training. Das könnte echt interessant werden, also schaltet in der nächsten Folge wieder rein. Wie gesagt, die anderen Videos alle gucken, Tortcade und so, was in den letzten Tagen online gekommen ist. Ja, haut rein, bis dahin, danke fürs Zuschauen und ciao, ciao.